Sponsorencup 2014. Bereits zum vierten Mal lieferten sich Freezers-Profis und Partner in gemischten Mannschaften heiße Duelle auf dem Eis. Anstatt Anzug und Büro hieß es für die Sponsoren einen Tag lang Eishockey-Ausrüstung und O2 World. Während einige beim Warm-up die ersten zaghaften Stehversuche auf dem Eis wagten, genossen andere das Geschehen gemütlich von der Bank aus. Herzlich willkommen zum O2 World Massaker. O2 World Massaker 2014. Sponsored voll den Hamburg Freezers. Heute erlebt ihr, wie Arenasprecher Schmidt zu Boden geht und höchstwahrscheinlich auf einer, ich hoffe mal, Trage und nicht Bahre rausgetragen wird. Ich werde diese Trage allerdings nicht tragen können, denn ich liege mindestens auf der 2. Dazu kam es glücklicherweise nicht. Ganz im Gegenteil, denn trotz sportlichem Ehrgeiz stand der Spaßfaktor ganz klar im Vordergrund. Also ich muss sagen, es macht sehr viel Spaß, mit den Spielern zusammen auf dem Eis zu stehen. Das ist eine ganz andere Dimension. Die schonen uns sehr stark, die sind sehr nett zu uns und da merkt man erst, wie schnell das ganze Spiel ist. Aber trotzdem, Eishockey, tolles Spiel, muss ich sagen. Technisch anspruchsvoll, kampfbetont, also es fordert einem alles ab. Technisch anspruchsvoll ging es vor allem im ersten Halbfinale zwischen den Eismaschinen und den Powerplayers zu. Nach einem packenden 3:3 in der regulären Spielzeit fiel die Entscheidung im Penaltyschießen. Sebastian Caron, der normalerweise zwischen den Pfosten steht, versuchte sich im Feld und erwischte einen absoluten Sahnetag. Selbst Freezers Maskottchen Stanley konnte den Kanadier nicht daran hindern, den entscheidenden Penalty zu versenken. Im anderen Halbfinale gab es eine richtige Packung. Beim Stand von 1:6 ließ Christoph Stubert seinem Frust freien Lauf und fing eine beherzte Schlägerei mit Julius Frommholt an. Wir sind gut aufgestellt, wir sind motiviert. Das Zusammenspiel klappt prima, ist tolle Organisation. Wir holen das Ding. Mit diesem Optimismus konnte ja eigentlich auch gar nichts mehr schiefgehen. Allerdings sollte es ein dramatisches Herzschlagfinale werden. Mit der Schlusssirene versenkte Mathieu Roy den Puck in Co-Produktion mit Dimitri Kotschnev und Marius Möchel zum entscheidenden 4:3. Für das Team in den babyblauen Trikots der perfekte Tagesabschluss. Ich habe heute im Siegerteam gespielt und das Team nach vorne gepusht. Ich habe zwar kein Tor gemacht, absichtlich nicht, weil das einfach zu geil ausgesehen hätte. Und von daher muss ich sagen, ich bin sehr stolz auf mein Team und auch natürlich auf die Turnierleitung, die das ja von vornherein so festgelegt hat, dass wir gewinnen. Wir haben sehr viel Spaß gehabt. Es war sehr interessant, die anderen Leute schauen, aber wie ich gesagt habe, sehr viel Spaß. Und ja, ich glaube, es war ein guter Tag. Wie es sich für ein solch stark besetztes Turnier gehört, darf die Siegerehrung am Ende natürlich nicht fehlen. Durchgeführt wurde diese von Sportdirektor Stefan Richer. Bei Getränken und Buffet gab es für alle Beteiligten dann noch die Möglichkeit, den Tag entspannt ausklingen zu lassen und sich mental schon auf den 5. Sponsorencup im nächsten Jahr vorzubereiten.